Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Jedi Survivor mit mir, Demian. Kann ich eigentlich... Kann ich noch nicht mein Outfit wieder ändern? Weil so möchte ich eigentlich jetzt nicht die ganze Zeit rumlaufen. Also ich muss ja erstmal das Ziel auswählen. Wohin jetzt? Nach Gobo wieder zurück. Aber was ist denn hiermit? Kann ich auch hier hin? Nee. Den habe ich jetzt zu 100% erledigt. Schön. Wie können wir überhaupt so sicher sein, dass dieses Experiment funktioniert? Können wir nicht. Wir starten also ein paar Anlagen, wofür auch immer die gut sind, machen ein Loch in den Abyss und fliegen durch. Tja, so könnte man es sagen. Was sind das für Zahlen? Bereit, wenn du es bist. Ah, sieht wieder gut aus. Also, wo muss ich denn jetzt hin? Ach so, jetzt wird mir das also alles angezeigt. Boah, das stört mich jetzt schon. Ah, ich muss jetzt nach da unten. Kann ich ja auch? War hier nicht mal Speicherpunkt? Aber wir haben ja hier einen Raumschiff. Dann mache ich da eine Schnellreise hin. Ich kann hier keine Schnellreise machen. Wie schön. Ach nee. Kann ich denn hier unten eine machen? Ja. Nämlich dahin. Leiterin dieser experimentellen Anlage. Die Sicherheitsprotokolle verlangen einen Mitarbeiter vor Ort, solange die Anlagen aktiv sind. Grease, wenn keiner von uns zurückbleibt, muss jemand hier die Anlagen aktivieren. Oh ja, sicher. Ich frag mal rum, ob hier jemand so halsbrecherisch ist. Törkel vielleicht? Vielleicht nicht, Törkel. Auslöschungstruppler. Was machen die hier? Information! Lass euch nicht entkommen. Behaltet ihn im Visier. Du störst, ihr da stört, du auch. Ich hasse das. Flammenunterstützung aufgeschaltet. Du bist eine echte Herausforderung.
Das reicht nicht, um mich loszufallen. So. Komm ich denn hier auch durch? Ach man, noch mehr. Noch mehr? Komme ich jetzt da hoch? Ja, ich komme aber hier nicht rein. Geht's hier jetzt auf? Nö. Das sieht vielversprechend aus. Sind online. Jetzt müssen wir sie nur noch aktivieren. Cree muss die Anlage bei der Evakuierung abgeriegelt haben. Aber das wird uns nicht auffallen. Unser Ziel ist das Studium des Abyss und der sogenannten Kobo-Materie. Mit Wellentechnologie konnten wir teilweise Kobo-Materie auflösen und dadurch tiefer in den Abyss vordringen. Was erwartet uns in dem Kobo-Abyss? Kommt mit mir, dann entdecken wir es gemeinsam. Leitet auf dem Beobachtungsdeck die Ausrichtung ein. Eines muss man Cree lassen. Sie hat an alles gedacht. Hey, und was ist das jetzt denn noch? Aktivieren. Sie, du hast es geschafft. Grace hat gesagt, sie brauchen Unterstützung. Und hier bin ich. Ein weiter Weg. Sicher nicht einfach. Ich mag 200 Jahre alt sein, aber ich bin frisch wie ein Padawan. Kannst du die Anlagen starten, wenn wir in Position sind? Oh, ich warte nur auf Ihren Befehl. Es wäre mir eine Ehre, den Traum von Meisterin Cree erneut wahr werden zu sehen. Für deine Meisterin. Tenetlove, was habe ich denn jetzt da? Durch die Anlage... Zeit für Mantis zurückzukehren, Kumpel. Dann fliegen wir durch den Abyss. Ich bin davon auch nicht begeistert, aber es ist der einzige Weg nach Tenalore. Ach, das wurde... Ach so, ja, jetzt habe ich wieder verstanden. Mir wurde gerade Tenalore angezeigt. Das ist jetzt ein neues Reiseziel, weil ich freigeschaltet habe.
Ah, okay. Aber mich erwartet bestimmt da unten jetzt was. Mal wieder. Alter, wie tief geht das hier? Da sind die auch durchgekommen? Aber hier ist auch nichts. Kurz ausruhen. Schnellreise zur Mantis. Brechen wir auf. So, da hinten. Mal sehen, was da jetzt ist. Hinter dem Ballist. Nichts so sagen hier. Darf mich hinsetzen. Bereit für einen turbulenten Flug. Wir interagieren mit dem Holotisch. Fliegen jetzt zum Abyss. Starte die Anlage. Ich werde Ihren Fortschritt von hier aus beobachten. Möge die Macht mit Ihnen allen sein. Und mit dir, sie. Weißt du, wieso sie so lange braucht? Der Gengara hat als einziger überlebt, was wir gleich tun werden. Wenigstens sterben wir gemeinsam. Hey, das sind ja ermutigende Worte. Hoffentlich passen die auch alle auf meinen Grabstein. Seht nur. Das haben die anderen armen Schweine auch gesagt, bevor sie zu Strudelfutter verarbeitet wurden. Toll, das nenne ich ein Hindernisparcours. Energie von den Deflektoren auf die Triebwerke um. Was, bist du irre? Du tauschst Sicherheit gegen Geschwindigkeit. Ganz genau. Wir setzen alles auf dich, Kumpel. Du hast recht. Es ist mein Schiff, oder? Greasy schafft das Baby.
du dir nicht ein. Sieh, was ist los? Die Anlagen sind überladen. Ich kann nichts dagegen tun. Wir müssen schneller werden. Tut mir leid, noch schneller geht nicht. Warte, Moment mal. Hast du sie noch alle? Wenn du blind in den Hyperraum springst, werden sie im gesamten Outer Rim Teile der Mantis finden. Vertraust du mir? Das weißt du doch, Kerl. Dann nur zu. Jetzt. Geschafft, du dreiarmiger Sohn eines Kunden. Nun, wenigstens hat niemand die Nerven verloren. Wow. Hoffentlich lohnt es sich. Wo sind wir hier? Hier ist es also, Tanelor. Du und Marin, seid vorsichtig da draußen, okay? Ja, ja, du auch, BD. Uns passiert schon nichts, Grease. Ich nehme dich beim Wort, Kerl. Ich hab nicht vor, den Rest meiner Tage auf diesem Felsen zu verbringen. Vor allem nicht mit diesem Verräter. Wir sind bald wieder zurück. So, irgendwas ist hier hinten. Druide aus der Republik. So, was ist das für ein Splitter? Für ein Ding, was da rausragt, meine ich. Meditationsplatz. Gut. Was erwartet uns hier? Sind hier schon andere Menschen? Das ist also Tanelor. Es ist nicht so, wie du es erwartet hast? Ich weiß nicht, was ich erwartet hatte. So viel hat sich verändert, seit ich den Namen zum ersten Mal hörte. Die Frage ist... Okay. Frage hat sich wieder erledigt. Diesen Weg kommen wir zum Tempel. Vor langer Zeit haben Dagon und Santari Cree hier ihre Zukunft geplant. Und wohin hat es sie gebracht? Oh. Nicht hin. Ja, da hinten ist der Eingang. Boat wird nicht zulassen, dass das hier friedlich endet. Er hat bereits Verrat und Mord damit gerechtfertigt, ein Vater zu sein. Jetzt haben wir ihn in die Ecke gedrängt und er kann nirgends hin. Er wird uns töten oder getötet werden. Also, sag was! Du hast recht. Aber was ist mit Kata? Sie ist nicht viel jünger, als wir es waren, als uns unsere Familien genommen wurden. Ich weiß.
Wir beide werden diesen Verlust für den Rest unseres Lebens mit uns tragen. Aber Cutter hat immer noch eine Chance. Ja, also schön. Wir geben Boat die Chance, sich zu ergeben. Für Cutter. Und für uns. Ja. Ich denke ständig an etwas, das sie einmal gesagt hat. Eine Warnung. Jeder Jedi begegnet der dunklen Seite. Ich empfinde so viel Hass auf Bord. Seer hat ihren Kampf mit der dunklen Seite gewonnen. Das wirst du auch. Er ist immer noch hier. Gut. Es nervt mich, dass das jetzt auf der Karte angezeigt wird. Die Nile nehmen unsere Stellung in die Zange. Meister Gera, das ist ein Befehl. Letztes Gefecht. Kann ich hier nicht weiter? Weil die Map sagt, hier ist zu Ende. Was ist das denn? Auf jeden Fall gehe ich jetzt hier rein. Mal sehen. Brunnen. Hörst du das? Cutter. Hey, Cutter. Das ist Marin. Sie ist eine Freundin. Tut mir leid, dass Papa dir wehgetan hat. Ja. Er sagte, ich würde dich nie wiedersehen. Was machst du hier? Cutter, dein Vater hat etwas sehr Wichtiges gestohlen. Wir fragen ihn, ob er es zurückgibt. Zeigst du uns den Weg? Okay. Komm mit. Ich mag es hier nicht. Es ist dunkel und einsam. Du musst keine Angst haben. Besser? Du bist sehr hübsch. Cutter! Wie seid ihr hergekommen? Es war nicht einfach. Ihr hättet uns nicht folgen sollen. Papa, nicht! Bleib zurück, Cutter! Es ist der einzige Weg, dass du sicher bist. Sie wird sicher sein.
Das verspreche ich, Bord. Aber hör mir zu. Es ist vorbei. Leg deine Waffen nieder. Dieser Planet wird eine Zuflucht für alle sein, die vom Imperium verfolgt werden. Auch für Kata. Und für dich. Aber du musst dich ergeben. Jetzt. Geh nach draußen, Kata. Hör auf sie, bitte! Los geht's! Ich werde entscheiden, was das Beste für meine Familie ist. Konzentrier dich! Du wirst dich ergeben. Hättest dich raushalten sollen. Ich greife auf den Schatten. Es ist vorbei, Kestis! Wieso ist denn BD jetzt rot? Come here.
Alter. Alter! Bringen wir es zu Ende. Meine Fresse, ey. Jetzt das ganze Ding hier nochmal, ey. Boah. Ganz schön dunkel hier. Unsere Entscheidung ist endgültig. Meister Roncesus, bitte. Er ist bereit zu kämpfen. Und das bewundere ich. Aber wir würden nicht nur sein Leben riskieren. Die Schiffe starten. Wir haben keine Zeit. Ich schlage vor, ihr beide kommt mit. Letzter Appell. Machen wir es nochmal von vorne. Kann ich das überspringen? Nein. Überspringen. Habe ich ja schon alles gesehen. Aufzuwachsen. Bitte hör doch auf sie, Papa! Also gut. Und wenn das Imperium kommt, könnt ihr dann mein kleines Mädchen beschützen? Es tut mir leid, Kata. Ich hab's versucht. Oh!
Wie fühlst du dich? Besser. Danke. Schön. Wir sollten reden. Ich war nicht viel älter als du, als ich meine Familie verlor. Viele Jahre trug ich den Schmerz in mir. Ich wollte mich nicht besser fühlen. Wieso? Ich dachte, wenn ich den Schmerz loslasse, würde ich alle verlieren, die ich liebte. Doch ich lag falsch. Und eines Tages traf ich jemanden, der auch seine Familie verloren hatte. Gemeinsam fanden wir einen anderen Weg zu überleben. Dieser Schmerz gehört dir. Er ist ein Teil von dir. Der Tod meiner Mutter hat meinen Papa verändert. Und mich auch, schätze ich. Ja. Doch das muss dich nicht ausmachen. Und du darfst dich davon auch nicht verzehren lassen, hörst du? Thank you.
Ihr habt mich meinen eigenen Weg gehen lassen. Als es mir wichtig war. Ihr habt mich gelehrt, was es heißt, ein echter Jedi zu sein. Jetzt seid ihr fort. Wir werden euer Vermächtnis fortführen, Sire. Wir werden etwas errichten, das das Imperium überdauert. Das verspreche ich. Aber ich habe Angst. Ich hätte mich fast verloren. Ich weiß nicht, ob ich bereit bin. Ich weiß nicht, ob ich bereit bin für das, was kommt. Führe sie durch die Dunkelheit. Das war's? Sieht so aus. Ja. Fühlt sich irgendwie jetzt nicht so toll an, dieses Ende, finde ich. Ich finde, es hätte jetzt noch ein bisschen weitergehen können. Auf jeden Fall wird es wahrscheinlich dann noch einen dritten Teil geben. Zumindest hoffe ich das. Dann bedanke ich mich fürs Zusehen. Bis zum nächsten Let's Play. Ciao.
Thank you.
Es ist zwar nicht das, was wir erwartet hatten, aber das ist jetzt unsere Heimat. Ja, Grace. Das ist es wohl. Es liegt eine Menge Arbeit vor uns. Es dauert, den versteckten Pfad zu erreichen. Und die Anachoreten zu finden. Und einen Zylon zu bauen. Ist zwar gruselig hier, aber ich sehe durchaus Franchise-Potenzial. Das hier gehört dir. Es gehört zu uns allen. Was denkst du, Kata? Sollen wir es probieren? Ja. Los geht's. Jo, das wollte ich hören. Oh, sehr gut, dann los. Du bist sicher hungrig. Ich mach was zu essen. Hattest du schon mal ein Scare Steak?